Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von South Park. Und wir sind ja hier noch in der Abtreibungsklinik und müssen dann hier mal versuchen zu entkommen. Und ich sehe gerade, dass wir uns klein machen können. Können wir nämlich hier hinten raus. Und wir sehen, ja, wo kann ich denn... Ich bin ein Zombie! Autsch! Oha. Oh, okay. Ah, okay. Dadurch, dass ich drauf geschossen habe. Was ist los? Natürlich. Okay, jetzt muss, einen muss ich noch. Okay, aber das kriegen wir hin. Papiere bitte. Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Oh Mann. Ich finde die zu geil. Oh, Nazi-Zombies. Aua, ja, die hauen ganz schön rein. Das muss ich den lassen. Ah, nehmen wir mal einen Tempotrank. Und dann hauen wir den mal voll auf die Fresse. Okay, ja, das ist schon mal ganz gut. Und noch einmal. Und Scheiße! Die zu geil. Okay, dann müssen wir jetzt mal einen Gesundheitstrank nehmen, weil sonst, ich habe keinen Bock, dass wir hier echt noch verrecken. Oh, dann machen wir mal stürmende Bulle. Das dürfte dann... Oh, bam! Und tot. So, ich wollte auch noch mal kurz erklären, warum es gestern und vorgestern, gestern keine Videos gab und vorgestern nur eins. Das hat natürlich mal wieder ein bisschen mit meiner Arbeit zu tun. Es war diese Woche ein bisschen anstrengender, weil ich am Samstag von einem Kollegen eine Schicht übernommen hatte. Der hätte Nachtschicht gehabt, konnte aber nicht und deswegen hatte ich die dann übernommen. Und dann ging es am Montag direkt weiter mit Tagesschicht. Ich hätte eigentlich Frühschicht gehabt, aber dann konnte ich noch Tagesschicht, das heißt so um halb acht oder so anfangen. Es war halt irgendwie ein bisschen heftig. Und deswegen war ich ein bisschen fertig die letzten beiden Tage. Deswegen kam nur ein Video, beziehungsweise ja, eigentlich nur das PBTC-Video und ich möchte da durch, aber komme ich nicht, okay. Es war halt ein bisschen anstrengender und... Aber ab heute gibt es dann wieder halt die volle Dröhnung sozusagen. Ne? Okay, da komme ich auch nicht mehr hoch. Was zur Hölle? Komm ich da irgendwie links? Nee. Hä? Ah, ich bin verwirrt. Und deswegen, wie gesagt, heute geht's dann wieder ordentlich weiter mit South Park. Kann ich da hochklettern? Nee, auch nicht. Kann ich da hochklettern? Ich muss hier. Oder muss ich da. Okay. Dann muss ich in die Richtung gucken. Dann futz doch mal längs. Ah. Krass, ey, aber was sie mich töten wollen, das ist schon ein bisschen dreist. Aber ich bin klein. Was zur Hölle? Ja, machen wir uns mal wieder groß, wa? Okay. Oh, Randy Marsh. Ah. Nobody move. Oh, what's going on? I'm just here for an operation. Oh, there you are, doctor. I'm ready when you are. Is this going to hurt, doctor? There's something fishy going on here. I think they might be Nazi zombies. We'll see if you're a real doctor. Give her an abortion. Do it. Oh, goodness. Okay. Christmas time is once a year. Every critter holds it dear. Every animal big or small. Ow, my balls! Christmas my means balls! So my much balls! My favorite shopping balls! I'm closing five, Doctor! Can we please get this over with quickly? Okay. Once a
Drücke wiederholt A und D um Randys. Oh Gott. Ernsthaft? Okay, halt die rechte Maus gedrückt, um Randys an Stopp zu finden. Leute. Alter. Krasse Sache, ey. Okay. You go ahead. Might be a while before I can walk. Warum Destin? What the hell is that? Okay. Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen. Others, where did you find the alien goo? Broken vials were in the trash can, sir. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Oh my god. Scheiße! Oh Leute! Ernsthaft! Alter! Das geht doch nicht! Wollen wir hier kurz ein bisschen raus? Nee, warte, ich muss das mal wieder groß werden. Okay. Ah nee, warte mal, ich kann doch klein werden. Das müsste gehen, dann kann ich mich hier hochklettern. Kann ich da hochklettern? Und nichts machen. Doch, warte, ich kann darauf schießen. Dann kämpfen wir gegen die Nazi-Zombie-Ratten. Alter! Rasiermesser des Meisters. Alter, das ist cool. Das ist richtig cool. Heiliger Bonusschaden. Oh Mann, ey, das mit den Nazi-Zombies, das ist schon irgendwie echt cool. Und ich bin ein bisschen froh. Ich meine, normalerweise, ich habe jetzt hier nur die ungeschnittene Version, aber normalerweise hätte ich dann hier auch alles zensieren müssen. Also die ganzen Hakenkreuze halt. Deswegen ist das gar nicht so. Gar nicht so schlimm. Und das mit den Embryos ist auch ein bisschen krank. Alter, krass. Alter, es ist schon echt krass. Okay, da ist eine Sonde. Gut, machen wir uns mal wieder groß. Nehmen das dann nochmal mit. Aktivieren die andere Sonde. Komm, runter da. Ah, nee. Ich glaube, da muss ich mich erstmal wieder klein machen. Passe ich mich dahinter. Kann das was ausmachen? Okay, dann wieder an der Sonde. Genau, dann haben wir den leider weggesprengt, aber... Für kurz... Oh Gott, im Ernst. So, muss ich fast sagen, dass ich hier links muss. Ah, hier komme ich nicht weiter. Machen wir uns mal wieder groß.
Okay, da möchte ich aber nicht durch. Deswegen, Wasser. Okay, wie brauche ich Wasser? Oh, da ist eine Überwachungskamera. Oh, machen wir es mal wieder klein. So, gehen wir hier wieder durch. Ich musste ja irgendwie... Oh ne, warte, klein. Hey und Sonde. So. Da kann ich auch nichts mehr machen. Okay, aber ich kann hier noch weiter schießen. Ha! Sehr schön. Läuft doch alles. Ich finde, so im Laufe der Zeit oder so habe ich mich auch besser daran gewöhnt, was ich ja für Rätsel machen muss. Ah, machen wir es mal wieder groß. Und furzen da mal drauf. Oder? Ah, okay, das wird nichts, weil ich mit deiner Drachengranate. Yep. Oh, dann wäre das Tor offen. Okay, dann müssen wir uns jetzt gegen die Embryos wehren. So, machen wir mal ein Stärketränk, kann ich mal was versuchen. Und zwar den super elastischen Ball. Den hat er links gehostet. Alles klar. Weil der ist an sich ziemlich cool und dann machen wir hier nochmal Professor Chaos. Ich wollte ihn schon mal unbedingt mal wieder sehen. Das ist richtig cool. Und Lebensentzug. Hahaha. Ja. Widerlich. Oh mein Gott, Butters ist gleich tot. Okay, Butters ist tot. Alter, die hauen ganz schön rein. So, wir hatten noch wie viele Leben. Ah, dann machen wir nochmal einen Tempotrank. Ich weiß, ich habe gleich keine Tempotränke. Ich will wieder Tempotränke haben, die sind cool. Nutzen wir nämlich nochmal den. Keiner von denen tot. Ernsthaft nicht. Ah gut, dann nochmal ein. Ah, zu spät, verdammt. Alter, ich bin gleich... Was? Hey, komm. Alter, die machen aber auch Hanna-Schaden. Okay, ich muss dann die dann eher so machen. Ah, Wiedergeburt? Lol, krass. Kann es sein, dass ich durch Föhn nicht sterben kann? Aber gut. Dann wollen wir erstmal einen nach dem anderen wegmachen. So, den weg. Hätte natürlich Butters auch wiederbeleben können. Okay, komme ich nochmal wieder? Nee, schade. Verdammt. Ich dachte, ich könnte gegen Fötus und nicht sterben. Aber ich mache jetzt den Fötus-Kampf auf. Oh nein, ernsthaft. Oh Mann. Den weg. Anna, Sonde. Oh Mann. So. So, schießen. Oh nein, Sonne. Oh Mann. Schön Pokémon aufnehmen. Größer werden. Ah. So. Alles klar. Ja, dann versuche ich jetzt einfach nur gezielt auf die zu schießen. Also einen nach dem anderen gezielt wegmachen. Ich müsste einen Tempotrank dann wieder haben. Vor allem benutze ich den nämlich gleich, dann habe ich vielleicht ein, zwei Fötus gleich weg. Ah, gut, scheiße. Der letzte war ein bisschen verkackt, aber den kann Butters gleich wegmachen. Dann mache ich nämlich den weiter.
Okay, der blutet sich gleich zu Tode. Du machst einmal Professor Chaos. Hoffentlich kommt da was richtig Geiles raus. Mal gucken. Lebenszug, dann sind die Essen bei mich weg. Ah ne, es ist Chaos, Hammer. Ja, nice. War auch schon zwei weg. Und dann kann Butters die noch angreifen. Fast weg. Dann machen wir die möglichst gleich weg. Alles klar. Man kann Butters den angreifen. Alles klar, und ich mach ihn weg. Alter, der Kampf kann so leicht sein. Warum nicht gleich so? Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Was kriegt man? So, aber ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und könnt ihr auch gerne das Video auch gerne mal teilen. Na, vielleicht sehen das dann noch ein paar andere Leute. Wer weiß, wer weiß. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ciao.